Wenn Sie Affinity Publisher das erste Mal starten, kommt so ein Startbildschirm. Und ich finde es immer wichtig, dass man dann unter Affinity geht und dort in die Einstellungen geht. Und das werden wir uns jetzt einmal anschauen. Das sind die Einstellungen, die Sie vornehmen können. Wir gehen da mal einfach kurz durch, dass Sie sehen, was da eingestellt wird. Unter Allgemein ist es sicher wichtig, dass Sie hier die Sprache Deutsch einstellen, außer Sie möchten natürlich Englisch. Es wird hier ein Neustart verlangt, wenn Sie etwas umstellen. Dann können Sie sagen, ob ein neues Dokument gestartet wird oder ob die Miniaturen eingeblendet werden. Ich gehe mal eins weiter. Wir haben die Abkürzungen. Da sind deutsche Abkürzungen, die können Sie selbst eingeben und erweitern. Dann haben wir die Autorkorrektur. Auch da können Sie selbst immer Sachen eingeben, die Sie anders geschrieben haben möchten. Dann gehen wir in die Farben. Dort können Sie auch die Profile, die Sie brauchen, einstellen. Es ist relativ gut, was Sie alles einstellen können. Dann gehen wir in den Fülltext. Das finde ich sehr schön, den kann ich abändern. Und den können Sie einfach hineinkopieren. Und jetzt kommt von mir noch eine Empfehlung. Ich gehe da immer auf blindtextgenerator.de. Dort können Sie irgendwas eingeben. Sie können Werther oder Sie können Kafka. Ich nehme immer diesen Typo-Blindtext. Da haben Sie noch sehr viele Sonderzeichen. Sie können sagen, wie viele Absätze das Sie bevorzugen. Sie könnten auch diese Tags noch einblenden, wenn Sie das möchten. Anzahl Worte, Anzahl Zeichen. Wenn Sie noch mehr Einstellungen brauchen, kommen Sie hier recht weit. Dann können Sie einfach das Ganze in die Zwischenablage kopieren, gehen zurück in Affinity Designer und können diesen Text hier einfügen. Ich werde dann zeigen, wie Sie den in Affinity Designer wieder aufrufen. Das kann ich auch pro Sprache machen. Diese Sprachen sind schon integriert. Leider haben wir noch kein Deutsch-Schweiz, was aber nur für uns Schweizer wirklich wichtig ist. Dann haben wir die Oberfläche, die können Sie auch wieder dunkel machen oder hell oder OS Standard, das ist eigentlich das Gleiche. Ich lasse mal auf dunkel. Sie können die Graustufe des Hintergrundes noch anpassen, wenn Sie das möchten. Dann zurücksetzen, wie viele Pixel das es gibt, die QuickTime-Verzögerung. Gehen wir einen Schritt weiter, die Performance, auch die können Sie einstellen, wie viel RAM das genutzt wird und so weiter, können Sie da auch darstellen. Dann haben wir Software-Update, das würde ich täglich machen, man kann es auch einmal in der Woche oder monatlich oder gar nie. Dann haben wir die Tastaturkürzel, das finde ich noch schön. Sie können da wirklich alles angeben, zum Beispiel Affinity Publisher selber. Wenn Sie immer die Infos, können Sie hier einen neuen Kürzel dazugeben. Und ich finde das recht schön, dass das geht. Dann haben wir Titelausnahmen. Beispiel wird Come to Publish und Print2Media immer klein geschrieben. Und dann gelten diese Titel, die klein geschrieben werden, oder diese Worte, die klein geschrieben werden, als Ausnahmen. Dann haben wir noch Verschiedenes. Dort können Sie alles zurücksetzen. Das ist auch noch wichtig, wenn etwas nicht geht. Füllungen, Pinsel, Schriften und so weiter. Dann haben Sie die Werkzeuge. Die können Sie auch kleiner oder größer darstellen lassen. Wenn Ihnen das zu klein ist, können Sie das größer einstellen hier. Das sehen Sie dann erst, wenn wir die Werkzeuge dann haben. Und schon haben wir alles. Also wirklich wichtig ist, wenn Sie unter Allgemein, dass Sie da auf Deutsch umstellen und vor allem auch noch, wenn Sie möchten, wenn Sie sehr viel mit dem Text arbeiten, dass Sie den Fülltext selber eingeben können.